Ein, was ist denn hier los? Hey, wieso komme ich hier nicht rein? Ah, jetzt. Junge, hast du Eis? Lass mal gucken. Ich brauche 50 Kugeln. Ja, jetzt hat er noch nicht mal Eis, oder? Ein Bolzenschneider, was soll ich denn da mit? Ey, leck mich am Arsch, ey. Wasserflasche. Ja, komm. Das sagen wir einfach, das ist Eis. 50 Kugeln. So, wie jeder Terrus, so. Oh, J. Lass uns ein Spiel spielen, sagt der Junge. So, Kai-Uwe, ich hab dein Eis. Willst du nachzählen? Lange genug gedauert, Papa. Möchtest du nachzählen, oder was? Ja, warte hier, warte. So, jetzt bei der Runde hier. Hier, bitte. Ich wollte nur Schokolade und nicht Stracciatella. Ja, die haben aber keine Schokolade, die haben nur Stracciatella. Ich muss Mama erzählen, dass du wieder nicht richtig aufpasst. Dann gibt's wieder Schläge heute Nacht. Ja, sicher. Sicher, ne? So. Und jetzt verpiss dich, ich kann dich nicht mehr sehen. Ja, sicher, ich hier. Mach's gut, Kai-Uwe, ne? Mach's gut, Papa, hab dich lieb. Ja. Küsschen, ne? Der wird immer mysteriöser, der Junge, ne? Der hat einen am Mobil, aber ganz gewaltig. Ich glaube, ich überlege, den abzugeben, ne? Das ist ja komisch. Was ist komisch, Creepy? Ja? Was ist komisch? Das ist komisch. Ja, du hast doch gerade gesagt, das ist komisch. Ja, dein Junge hier ist komisch. Ja, natürlich, ne? Das ist eine verrückte Mungo, ne? Jetzt muss ich mal gucken, weil ich mir ja ein Auto kaufen will, wie viel das kostet. Oh, hier. Ja. Ja, guten Tag, wer sind Sie denn? Tag. Was bist du? Ich bin. Ja, was bist du denn? Ich bin, ja, und weiter. Kannst du weiterreden? Also, ich bin. Ach du Scheiße, noch so eine bekloppte Hehe. Habt ihr alle was an der Murmel? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Hast du auch so eine Heli am Kopf, oder? Toto, hier ist ein Fall für dich, ne? Was? Der war in Köln, in der Lala-Klinik. Was? Ist der Thorsten. Lalalala. Hallo. Hallo, Thorsten, mein Freund. Ja. Ja, bitte. Das ist doch mein Psychologe. Hallo. Kannst du mit meinem Auto zu meiner Garage fahren, mir hinterher, damit wir mein Auto einpacken können? Wie, hast du dir jetzt ein Auto gekauft, oder was? Ja, und du fährst mit dem Range Rover mir einfach hinterher. Hey, was hast du denn für ein Auto gekauft, mein Freund? Zeig uns das mal. Den schwarzen Crown Victoria. Den muss ich noch holen. Ach so. Ja, sicher, der Toto und ich, wir fahren dir hinterher. Ist kein Thema, ne? Oder, Toto? Ist das richtige Auto? Mitfahren. Du musst den Spezialschlüssel nehmen dafür. Ach so, warte. Der Schwarze kommt mit. Ja, wie kann man den denn benutzen? Warte mal. Wie geht das da? Muss hier an die Seite gehen. Und dann Tasche. Setmenü, Tasche, nutzen. Hier hinten ist Tasche benutzen, hä? Ne, da ist kein Schlüssel drin. Ich hatte nur Schlüsseldings hier, so ein Zeichen irgendwas vor meinen Augen. Range Rover Black. Wegwerfen, Schlüssel geben. Pass mal auf. Mein Wagen, du Dödel. Ach so, das ist nicht dein Auto. Ach so. Mann. Die Orientierungssonde sind von der blinden Spitze aus. Scheiße. Das hier ist meiner. Leck mich am Arsch, ey, war das hell los, ey. Gott. Also Tasche, da ist kein Schlüssel drin. Oh! Ah, auch eine Polizeisirene in diesem Fahrzeug. Sehr schön. Das ist aber toll. Kann man die einbauen? Mitfahren. Ja, ich bin vom Seuchenschutz, ich darf das. So, ist freie Fahrt hinter uns. Ja, fahr. Ich sehe nämlich nichts hier, ne? Achtung, ich muss ja rückwärts raus. Ja, ich auch. Vorsicht da vorne. Vorsicht, ich kann nicht fahren. So, Gerrit, wir fahren zur Garage, ne? Ja, Moment hier.
Der gerettet Auto. Das ach du Scheiße, das ist ja was wie Autoscooter früher. Oh Mann, ey. Oh, jetzt sind wir eingekurven hier. Aber wo fährt der mit uns hin hier? Ach so, hier der Rampe. Sehe ich schon, ne? Ach, ich hab wieder ein Nachtsichtgerät auf, ey. Scheiße. Hier rein oder was? Oh, scheiße. Ja, kann ich ja nichts für. Hab ich nicht gesehen. So spät gebremst. Passiert halt, ne? Oh, ich glaube, die Reifen sind kaputt. Scheiße. Ach, der Tote, wir kommen irgendwie an. Warte mal. Ja, wenn du die Musik hören kannst, bist du zu nah dran. Ja, das ist wahr, ne? Wo ist denn hier die Garage? Toto! Ich kann gerade nicht. Links, wir müssen links. Warte. Ja, der fährt automatisch jetzt links, ey. Leck mich am Arsch, ey. Alles kaputt, ey. Das sagen wir einfach, der hat uns den Wagen so gegeben. Ist halt so, ne? So. Jetzt hier irgendwie, oder was? Ich. Nee, sag mir doch, wo ich lang muss. Geradeaus, sehr gut. Chris, grüß dich. Oh, der wird aber sehr hell hier. Ich hatte Nachtsichtgerät an, scheiße. Ich hub mal, dass der... Ne, hupe tut's ja nicht, wa? Oh, ja. Yeah. Das war schon so, das Auto, das ist so. Boah, ist das hell, hey. Ich sehe fast ja nichts mehr, wa? Krieg ich... Oh, ne. Jetzt hier rechts oder was? Oder geradeaus? Jetzt sag mich das doch, ich fahr jetzt hier rechts, ist mir ja. Ja, da vorne, das ist, steht da schon. Oh, ja. Yeah. So. Ich hab so Pipi in den Augen. Ja, ich hab Pipi in der Hose jetzt gleich. So, jetzt raus hier aus dem Auto. Ist ja nicht normal, ne? Was hast du denn mit meinem Reifen angestellt? Ja, was sind das für Reifen? Nee, pass auf. Das war schon so, ne? Ist ja auch normal, wenn man mit Firestone Winterreifen fährt. Ha? Ja, das ist wohl wahr, ne? Ich konnte da nichts führen, ne? Das war alles schon so, ne? Ist halt jetzt gerettet. Ja, super. Ich wollte gerade reparieren. Nee, wenn du den gleich nachher wieder aus der Garage holst, haben die Mechaniker den eh repariert, ne? Ja, ich habe Privatmechaniker. Naja. Ey, hier laufen alles Gerrits rum. Wie, Gerrits wo? Ich bin der Kamerad von den Gerrits, ne? Ah, der Kamerad. Ja, sicher. Der Mann mit dem Splitter im Kopf. Oh, zeig mal das Vorfeld. Du bald wieder eine Magnettherapie, mit einmal in der Zeit, ne? Hör mal, das sieht ja schön aus. Ey, oh, was ist das für eine Maschine? Das ist das Kiefermotorrad, ne? In Pink. Ist das Kiefermotorrad, genau. Das ist ein Kiefermotor. Hey, Creepy. Kannst du mich hören? Ja. Du musst dir mal hier vorne, der Mann hier, ne? Das ist der Herr Darul, ne? Ja. Pass mal auf, was der zu erzählen hat. Der ist verletzt in meinem Kopf. Musst du dir mal anhören. Herr Darul, erzähl dem Creepy bitte mal deine Geschichte. Geschichte, weißt du, ne? Ja, da die Splitter kam von den Granaten halt 1943 in den Schützengräben, da hat es ja mal angefangen, da hatte ich mich leidenhaft auf die Granate geschmissen, leider daneben gestolpert, ne? Halben Meter, und da habe ich halt ein paar Splitter abgekriegt, im Köpfchen und an Beinen und an der Hüfte, ne? Die Becken kaputt. Alles kaputt halt, ne? Und da braucht er jetzt immer eine Therapie. So eine Magnettherapie, dass das linksseitig alles bleibt, ne? Und auf die rechte Seite ist ja noch fast in Ordnung, nur die linke Seite ist kaputt, das ist das Gleichgewicht, ne? Wie nennen die ja das Yin und Yang, ne? Ja. In Irakkrieg, da habe ich auch ein paar Sachen eingesammelt, aber das ist ja nicht mehr wert, ne? Das zählt ja schon gar nicht mehr. Die Menge macht's, ne? Wenn ich durch ein ach, wie heißen die modischen Dinger, wo es immer piept da am Flughafen? Kennst du das? Piercing. Wenn da Metall, da komme ich ja gar nicht mehr rein. Ne? Darum darf ich ja nicht mehr fliegen. Die glauben mir das ja nicht, ne? Die sagen ja, ich habe da überall Waffen drin, ne, versteckt oder eine Bombe, ne? Was? Naja. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, was ist das?
Was hat denn hier? Ach du Scheiße, die Russen kommen. Was? Haltet die Linie! Haltet die Linie! Ich versteck mich hinter Container, ihr könnt mich vom Arsch lecken, ey. Nee, ich bleib ja nicht standhaft, seid ihr bekloppt? Je Entdeckung! Oh, wie, was ist hier los? Oh, Scheiße! Geh runter in Deckung, Darul! Nein, da muss gekämpft werden! Nee, hier gibt's nichts zu kämpfen, bist du bekloppt? Oh mein Gott, ich will nicht sterben, ich bin doch viel. Das sind die Russen! Hau ab, Mann! Nein! Ich bin die letzte Frontlinie! Ach du Scheiße, was ist hier ab? Ist hier irgendwas, Nest? Oh, weg. Oh. Was? Hey, waren das die Russen oder Chinesen oder was war das? Ja, Russen. Es ist immer der Ivan. Leck mich am Arsch, wa? Das war aber heftig. Hört ihr hier den Polizeifunk ab oder was? Hm? Was hören wir? Polizeifunk ab oder wie? Nee, nix Polizei. Hast du das nicht mitgekriegt? Die Russen standen hier. Oh. Wer hat so viel gegen Halloween jetzt? Was ist Halloween? Mitgekriegt. Ja, das war. Ja, das waren die Gerianer, ja. Scheiße, was ist hell los? Hör mal, hast du Funkgeräte in der Tasche? Ja, das ist ein Funkgerät noch an der. Jetzt fängt er auch noch an zu trommeln. Oh, ja, ziemlich hibbelig. Ja, der raucht immer, ne? Hör mal, hörst du da gerade den NASA-Funk ab oder was machst du da? Ja. Oh, sicher. Spion. Ach, du Russen, Scheiße. Ne? Du hast ja durchgegeben, ne? Hm? Ist ein Spion. Was hängt ihm? Ein Spion? Wie? Ein Spion. Hörst du den Russen? Wie? Spion. Todesstrafe. Ja, jetzt creepy, jetzt hängst du in der Falle, ne? Jetzt hast du dich selber reinmanövriert. Lass die Russen. Also, du kannst froh sein, wenn die Russen jetzt nochmal kämen, müssen die alle in Deckung gehen, ne? Lass mich in Ruhe. Geht weg. Ach du Scheiße. Da siehst du, es ist ein Russe. Siehst du, ich hab's gewusst. Der hat eine russische Knarre. Das wie heißen die? KGW oder so jetzt, ne? Ist der Ami, noch schlimmer. Ach du Leviat, was geht denn jetzt hier ab? Hör mal, Creepy, der hat doch keiner was getan, ne? Die sind alle verrückt hier. Sind alle verrückt. Alle verrückt. Ich hab's schriftlich. Alle verrückt. Was? Ich soll sie alle töten? Was? Aber sie sind doch. Hör mal, mit wem redet denn der? Dann hat er seine Tabletten nicht gekriegt, oder was? Wieso? Hey, was ist das? Das kenn ich, das ist der Wahnsinn, ist das. Der wahnsinnig, ein kleines Stimmchen am Tisch. Hör mal, Creepy, du müsstest zum Arzt oder so jetzt. Mit Gerrit anfangen? Wie? Was? Nee, hier. Ja, sicher, ich stehe hier direkt vor dir. Sicher. Ich verstehe ich nicht. Oh, wer schießt denn da? Oh mein Gott! Die Russen kommen wieder, wa, oder? Die Russen! Oh, Scheiße. Die Russen kommt. Der Ivan ist wieder unterwegs. Ja, ich hab das schon vergessen. Ich kann mich ja nicht hinlegen wegen der Hüfte, weißt du? Ja, das geht bei dir nicht mehr. Wie läuft das eigentlich sexuell bei dir ab? Läuft da überhaupt noch was? Ach, das ist ja ganz einfach. Hier kommt die Alte auf die Lehne rübergestohlt, ne? Und dann geht's von hinten dran, ne? Was ja ekelhaft, ne? So wie der Toto, der macht das auch immer. Das ist fies, ne? Hey, was ist denn da jetzt los? Warum ist er denn tot? Was ist denn, hey, ohnmächtig oder was? Der ist eigentlich schon umgekippt. Ach du Scheiße. Ja, was ist mit dem denn? Rubber Duck, grüße dich und willkommen bei uns. Wie ist der jetzt echt? Nein, ich spiele tot und dann kann ich noch. Ach du Scheiße, schieß hier rum, tickst du noch sauber, Junge? Was ist ein Spion? Hast du Knall? Kenne diese Tricks. Wie ist man denn so tot? Naja, das weiß nicht. Hör mal, du musst dringend zum Doktor. Du musst zum Arzt, Junge. Spionagetraining. Da bewegen? Das ist Spionagetraining, tut mir leid, das kann ich nicht verraten. Verräter, bevor uns töten, ne? Sowas. So einen Muskel habe ich gar nicht. Ja. Wie, du hast keinen Schließmuskel. Ura, du läufst dir so die Beine ab. Ja, kein Wunder, dass du braune Beine hast. Hör mal, Kiffi. Wenn du so auf dem Boden liegst, dann siehst du aus wie ein Tampon, ey. Mein Kifferfreund, hör mal zu. Das habe ich nicht, nee.
Wie, du hast nichts zu rauchen, Mann? Aber mein Kieferfreund, hör mal. Wenn du mal Geld brauchen solltest, ne, nimm dir... Du bist doch mein Psychologe, ne? Ja, deshalb sage ich jetzt ja, wenn du Geld brauchen solltest, der Typ im Auto, der kauft Finger. Pro Finger. Ja, deine Finger. Pro Finger 10.000. Meine Finger? Ja. Meine Finger brauchen ich ja zum Joint drehen. Leber und Nieren und sonstiges. Ich brauche meine Finger, sonst kann ich keine Joints mehr drehen. Dann ja, macht der für dich dann, ne? Du brauchst auch nur Daumen und Zeigefinger, oder? Würde ich dir auch andere Finger geben. Zeigefinger. Schlaf gut. Bettina, grüß dich. Hallo, gib mal deine Finger. Hör mal, Creepy, du müsst aber echt mal zum Arzt gehen. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das geht nicht. Du musst dich untersuchen lassen, ne? Mein Arzt hat mir hier so Medizin gegeben, aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Nee, du musst am besten... Hör mal, wie viel Mann passen in dein Auto rein? Ich hab die noch nie genommen. Ich hab die noch nie genommen, diese Medizin. Ja, dann schluck die mal. Schluck ich die mal. Moment. Der da drüben, der bietet einen Daumen an. Ja, da liegen unten für eine Leiche kriegst du mehr. Die Medizin ist... Ja, das sind jetzt Fails vom Juri. Also sag mal, ist er nicht in deiner Therapie? Deine Therapiegruppe? Was ist los? Was? Hat er die Pillen jetzt geschluckt oder was? Bist du das? Was? Hier los, auf jeden Fall. Der hat zwei Identitäten, der da. Der hat auch zwei Personalausweise. Oder hat so eine komische Maske gefunden, aber dann müsste der eigentlich grün anlaufen. Ich hab jetzt diese Medizin genommen, oder? Ja, hast du gerade geschluckt, mein Freund. Ich fühle mich anders. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich fühle mich komplett anders. Ich fühle mich gut. Du schaust auch anders aus. Ja, du hast auch jetzt einen Pillemann zwischen den Beinen. Praktisch. Ja, sicher. Du brauchst dich nicht mehr hinsetzen, du kannst nicht stehen. Ja, toll. Die Schwester hat gesagt, einfach laufen lassen, ne? Einfach laufen lassen. Weißt du, wie du erkennst, dass du zu dick bist als Kerl? Nee, wie denn? Wenn du nach unten schaust und du siehst deinen Zipfel nicht mehr. Oh, sowas. Oh, sicher. Den sehe ich schon lange nicht mehr, Freunde. Ich habe jetzt diesen Trank genommen und irgendwie fühle ich mich jetzt normal. Ja, du redest auch ganz anders jetzt, ne? Das ist aber schön. Ja. Du redest auf einmal so ruhig und langsam. Was habe ich? Heiße Stimme. Eine heiße Stimme. So eine heiße Stimme, was meinst du damit? So eine Ufer oder was? Ja? Ey. So lange im Krieg oder wie? Rabadak, doch, er wird schon wissen. Krieg, da kenne ich mich aus. In welchem Krieg war? Im Krieg in Tschernarus. In Tschernarus? Gegen die Drogenmafia. Oh, in Tschernarus ist ja fast alles ausgestorben schon. Ja. Tschernarus, da sind jetzt lauter komische Leute jetzt unterwegs. Man redet von einer Zombie-Apokalypse. Ja, die sind ja schon irgendwie leicht verwest. Was sind die? Leicht verwatt? Afghanistan-Kampfpiloter. Oh, sicher. Daher hast du auch deine Schäden, also mein Freund, oder? Ja, eigentlich, als dass ich Geheimer in den KGB bin. Kennst du ja die Geschichten, Alter. Was bist du? Ich meine, was? Was bist du? Die haben Creepy Pete als Geheimagent genommen. Ich bin ja nicht mehr. Ich bin jetzt. Wer bin ich denn jetzt? Hey, Kollege. Du hättest die rosa Tablette nehmen müssen und nicht die grüne. Ja, du, den Finger an der Tür vom Gesundheitsamt, du. Richtig. Du wolltest auch das Krankenhaus kontrollieren gehen, ne? Was macht denn die rosa Pille überhaupt? Das kann ich nicht sagen. Nimm sie einfach mal, mein Freund. Ich glaube, wir brauchen hier einen Fußballclub hier, ja? Ach du Scheiße. Oh nee, die rosa Pille ist nix. Nein. Hast du noch mehr Pillen bei, Freund? Also, wie ich immer sage, der Sprung und der Ball hat 90 Minuten gehen, ja. Ist richtig. Identica, grüß dich. Ja, natürlich, ich hab noch eine. Lass mich mal probieren. Nehmen wir eine andere Pille. Schau mal, was ist mit dem da los? Mit wem? Meine Damen und Herren, ich komme hier bei Kavala. Was für ein Hüftschaden? Mein Name ist Stefan Mistrab und ich freue mich, dass Sie jetzt hier sind, ja. Ach du Scheiße. Diese Pille ist aber auch sehr gut, ja. Ja, sicher, ne? Wieder die andere. Das sieht ja auch so. Was war denn das jetzt? Auch im Krieg.
Hör mal, hast du dein wahres Ich jetzt mal gefunden oder was ist hier los? Ja, das sind die Pillen, also das hier ist ja jetzt normal. Also ich hoffe, dass das das normale ist. Hör mal, ich schieb dir mal ein Pillchen, pass mal auf, die habe ich vom Chefarzt selber bekommen. Das ist eine, kennst du diese Streampille? Frische Streampille, warte hier, nimm mal. Schluck die mal. Eine frische Streampille? Ja, schluck die mal, mein Freund. Okay. Da hast du eine laute Stimme jetzt. Gleich kurz da. Stream! Frischer Stream! Braucht jemand einen Stream? Stream! Frischer Stream! Hallo Sida! Sida, Sie sehen aus, als könnten Sie einen neuen Stream gebrauchen. Ja, brauchen Sie einen Stream? Gucken Sie mal, ich habe ganz viel im Angebot. Gucken Sie mal, ja, was ein Stream ist, da können Sie jemanden zugucken, wie er spielt und so. Wenn ich was empfehlen kann, da gibt's Gerrit Kellerine, ja? Da können Sie einfach mal hier draufklicken, da können Sie den sich angucken. Und wenn Sie sich den angucken, können Sie auch mal ein Follow da lassen und so. Und wenn es Ihnen taugt, dann können Sie gleich bleiben. Wenn nicht, können Sie einfach wieder abschalten, ne? Wie viele wollen Sie denn so mitnehmen? Was hat er gesagt? Ich gebe Ihnen jetzt einfach mal zwei zum Mitnehmen mit, ne? Hier, bitteschön. So, noch jemand Stream? Frischer Stream? Braucht jemand einen Stream? Hallo? Ja, brauchen Sie auch noch einen Stream? Ja, den. Ja, hier kriegen Sie mal einen Stream. Nehmen Sie den mal mit, ne? Gerrit Kellerine auf Twitch live jetzt. Ja, ne? Den. Mal angucken. So, noch jemand? Nein. Es ist... Also ich würde echt sagen, du musst zum Chefarzt, Junge, lass dich untersuchen. Glaube ich auch. Ja, wie viel Mann passen in die Karre rein hier? Sieht nicht mehr so gesund aus, ne? Wie viel passen da rein? Wie viel? Fünf? Ja! Vier. Wie viel sind wir hier? Zwei, vier, fünf. Ja, scheiße. Ich hab den LKW, da kommen neun rein. Ja, da hol die Karre mal raus, ne? Der muss dringend zum Krankenhaus, der Mann hier, ne? Das geht nicht. Der Psychologe muss in den Kofferraum. Ja, sicher. Tschüss. Unglaublich, unglaublich, der Mann. Ach du Scheiße. Gerrit kann, ja, Gerrit kann aufs Dach, hier, Vogel, nix, Jung. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er dahin. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja, hab dir sowas Auto gesprungen, mein Freund. Wo ist der Mann mit dem LKW? Hast du gesehen? Der vor ihm? Nee, mit dem neuen Personen irgendwas. Toto, komm, wir steigen einfach rein, wa? Oh, die Insel ist untergegangen. Robert! Mach mal Cavallas, boah. Die laufen alle bei mir auf der Stelle, das ist aber komisch. Ja, das ist seltsam hier. Seltsame Geschichten, die hier passieren. Seltsam! So, jetzt müssen wir warten, dass der Server neu startet. Also nicht wundern, Kinders, ne? Also Creepy Pete kenne ich schon was länger. Seit Rhine of Kings, ne? Ja, seitdem kenne ich den. Mit der ganzen alten Clique, Alumi Broadcast, der ab und zu auch hier erscheint und Bündel und so was, ne? Und Murphy! Dankeschön für deinen Host, Murphy. Du geiler Schlumpf. Ja, vielen, vielen Dank und willkommen an die neuen Zuschauer. Ja, merci, Murphy. Cavallas Spawn, ja genau, wenn der Server da ist, warte mal, der ist ja gerade weg. Nee, ist noch nicht da. Ja, und Creepy Pete ist halt eine RP-Granate, muss man so sagen, ne? Das muss man wirklich so sagen. Also der macht RP vom Feinsten, ne? Ja. Yeah. Oh, ich muss meditieren, Kinder. Ich muss meditieren. Wartet. So, Tribets. Ich will hoffen, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich mache mich mal lecker für dich, mein Freund. Wartet. Danke für dein Follow und willkommen bei den Gerianern, ne? So, einmal die Powerlocke für den Tribets. So, ist der Server wieder da? Nein, immer noch nicht. Oder? Warte mal. Ach nee, scheiße. Wartet. Einmal kurz abbrechen. Wartet mal, Kinders. Ich muss mal gerade was machen hier.
jetzt muss ich wieder meditieren. Ich wollte hier gerade was machen. Wartet mal. So, Fusion Zocker, mein Freund. Kannst du mich sehen? Ja, ich sehe dich jetzt auch. So, da bist du, ne? Immer gern, du korrekter Boy. Ja, sicher. ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Fusion Zocker, genau. Ihr macht mich bekloppt, ne? Danke für dein Follow und willkommen bei den Gerianern, ne? Ocelot, willkommen.